Guten Morgen. Ja, die EU hat uns seit gestern wieder. Gestern waren wir ja in Dubrovnik und heute wollen wir den Tag hier am Strand verbringen. Das ist hier ca. 30 Kilometer nördlich von Dubrovnik und ja, heute einfach mal einen faulen Tag einlegen, ein bisschen Sonne genießen und das Meer. Hört ihr die Grillen oder besser gesagt die Zikaden? Jetzt gibt es erstmal was Leckeres an der Strandbar zum Lunch. Guten Morgen von unserer Bucht, wo wir jetzt schon 2 Tage verbracht haben. Ich drehe mal kurz rum. So sieht es hier aus. Wunderschön. Ja, heute wollen wir Neum passieren, den Transitsektor von Bosnien. Es ist immer noch nicht erlaubt, nach Bosnien einzureisen. Eigentlich schade, weil ich da auch gerne noch ein paar Orte erkundet hätte. Aber es ist, wie es ist. Darum fahren wir heute nach Makarska. Dort sollen auch noch wunderschöne Strände sein, die wir dann heute erkunden wollen. Und in den nächsten Tagen geht es noch nach Cetrina. Das ist ein Fluss, der dort an diesem Punkt entspringt. Und nach Cetrina geht es dann zurück nach Zagreb. Das ist erstmal unser Plan. Dafür haben wir jetzt noch 6 Tage Zeit. So, ich bin hier in Bosnien an der Tankstelle. Wir haben ja hier nur Transit und dürfen nur durchfahren. Aber Benzin kostet hier 95 Cent. Und da haben wir gesagt, dann müssen wir hier auch tanken. Und hier hinter mir sind die schönen Berge zu sehen. Ich würde so gerne mir Mostar anschauen, aber ich darf nicht. Da hinten ist der Ort Neum. Hallo aus Makarska. Schaut mal den Berg da hinter mir. Sieht toll aus, oder? Ja, wir sind jetzt hier angekommen. Parken kostet hier 3 Kuna die Stunde. Und ja, jetzt wollen wir erstmal die Stadt erkunden und die Stadt unsicher machen. So, hier ist die kilometerlange Strandpromenade von Makarska. Der Strand ist knüppeldicke voll. Eigentlich macht es keinen Spaß. Wir sind hier in einem Ort gelandet. Ich weiß nicht mehr, wie der heißt. Das ist der Nachbarort von Makarska. Und hier stehen wir heute Nacht. Jetzt sind wir noch ein bisschen hier bummeln gegangen auf der Promenade. Es ist mega windig. Wir sind die ganzen Teller weggeflogen. Das ist unser Ausblick heute. Es ist echt windig. Das Coole an dem Platz, der hat hier eine Picknicksitzecke mit Ausblick zum Meer. Unser Stellplatz zwischen den Olivenbäumen. Hier und hier sieht man das Meer.
Und wenn ich mich hier umdrehe, da ist die große Gebirgskette. Und heute wollen wir eine tolle Bergtour machen mit so einem coolen Jeep, wo man oben drauf sitzen kann. Ich bin schon echt gespannt, wie das wird. In the southeast. This region has been inhabited from time immemorial. It was mentioned in the ancient times. Younger people, mainly girls, looked after the animals. Every spring, as soon as the snow was thawed, hundreds of herders, boys and girls alike from both sides of the mountain. Nobody sleeps here. It's old houses. This one is new, exclusive villa with swimming pool, but in a retro style, like before. Over there, you can see the old sun watch. Nobody knows who make it, but people use it to know where. You see, it's 10 o'clock. Time for eating some. Benjamins. The donkey used to wait and feed for the travelers who came from far and wide. They feel full of suitcases. In a way, gives us a sense of justice. Eine schöne Tour, die wir hier machen. Wir fahren hier also Offroad durch die Berge. Hier hinter mir sind auch Kletterer. Jetzt haben wir gerade ein typisch dalmatisches Picknick bekommen mit Feigen, Sardinen, Brot, Olivenöl und noch so ein typisches Gebäck. Und jetzt packt der Fahrer ein und wir fahren weiter durch die Landschaft. Ich zeige euch noch ein paar schöne Bilder davon. On Facebook, Safari Makarska. Okay. Also, you can put some of yours. Heute stehen wir wieder auf demselben Platz wie gestern. Und pass mal auf, ich drehe mal die Kamera um. So einen schönen Sonnenuntergang haben wir hier heute. Und man kann so gut das Meer sehen. Hier sind Olivenbäume. Und hier sind Feigenbäume mit Früchte. Die sind jetzt noch nicht reif. Da sind die Feigen. Und hier sind die Oliven.